Ist das das krasseste FNAF-Fangame in Roblox? Und ja, Roblox, guckt euch das an. Five Nights at Marcus. Ah, da gehen wir umdrehen. Ja, ja, thank you. Ah ja, okay, das ist... Was haben wir hier alles? Was haben wir hier alles? Ah, Coffee. Sehr schön. Haben wir hier Kamera 5 haben wir. Oh, wir haben auch Vent. Kann ich da hier was tun? Nee, ich glaube, ich kann nur glotzen. Aber kann ich dann auch hier zumachen oder so? Was ist? Systeme reparieren? Wie denn? Wo denn? Warum denn? Was immer passieren wird. Ja, in der Süden oder der Woche, weil in einer Woche bist du weg vom Fenster. Ach, sowas von. Ach so. Shock. Emergency only. Das ist gut zu wissen. Tasks. Ich habe keine Tasks. Taschen benötigt 5. Okay. Ach so. Da muss man schon, wenn. Ja, ja, Shock und Tasks. Aber ich habe hier keine Tasks. Also in der ersten Nacht hast du wahrscheinlich gar nichts. Und Shark hast halt nur im Notfall. Okay, jetzt bin ich so ein bisschen im Bilde. Ach so, vermutlich, wenn die da sind, muss ich zack machen und klick. Und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Okay. Und was ist, wenn da oben was ist? Kann ich ihn da weglocken dann? Interessant ist, dass ich hier kein... Ah, da ist, glaube ich, jemand. Da hockt jemand. Da ist eine Hälfte davon. Da, ah, okay, das ist Marcus. Der da unten ist Marcus in Camp 4 wahrscheinlich. Also, jetzt haben wir Marcus entdeckt. Das ist, keine Ahnung, Nightmare Marcus? Keine Ahnung. Ah, der kommt... Ach so, der taucht dann... Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ups. Ich wollte eigentlich... Wollte ich mir das mal anhören. Aber wenn euch gefällt, gerne meinen Kanal abonnieren. Während ich hier gerade ohne Ahnung hier gerade im Office bin. Fast ohne Ahnung, sagen wir es mal so. Okay, wir haben... Ach! Wenn ich ihn da sehe, zack, zack. Oh Gottes Willen. Gottes Willen. Wow, das hat was von... Das ist ja wie Pizzeria-Simulator. Ja, Pizzeria-Simulator. Definitiv. Definitiv. So. Okay. Ich sehe jemanden. Ich schaue aber trotzdem mal in den Vents rein. Wow, da ist ja viel Zeit. Bei der Marcus, der flackt da. Der flackt da. Okay. Machen wir mal diese Tasks. Aber wir haben... Also 5 müssen wir machen. Das sind ja nur alle 5 hier. Aber ich kann nichts... Das ist nicht wie ein Sister Location bei Freddy, dass du mal kurz das wegmachst und was anderes wählst. Kannst du nicht. Marcus flackt noch rum. Der flackt noch rum. Der Marcus. Oder? Oder haben wir mal einen falschen Marcus da in der Kamera? Ich weiß es doch nicht. Ist es Cyril Marcus? Keine Ahnung. I don't know. Machen wir weiter. Mit den Tasks. Bin mal schon, wie lange das andere hier dauert. Oh, das dauert. Das alles dauert ja gefühlt 5, 6, 7 Minuten. Und, wow, okay. Oh, oh. He's gone! Marcus ist weg! Ah, da ist er. Ja, hi, servus! Christi! Also muss ich Belüftung aufpassen. Muss Belüftung aufpassen. Ah. Belüftung, Belüftung, Belüftung! Wo ist er? Vent. Vent. Okay, der ist nicht im Vent. Wo ist er? Ja.
Da war der Marcus! Marcus hat kein visuelles oder akustisches Signal, wenn er sich außerhalb deines Büros befindet. Verfolge ihn in den Kameras und schockiere das Büro. Also das ganze Büro ist dann schockiert, wenn er da ist. So schaut's aus. Okay, wir brauchen das hier nicht. Ende Anruf. Ich weiß ja, was ich machen muss. Was ist ja. Marcus Robotics. Ich würde gerne einen anderen Marcus gerne mal sehen. Würde ich gerne. Aber okay, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ich hoffe, das Printing hält komplett durch. Bis der Marcus kommt. Du hast hier auch keine... Ups. Okay, schauen wir trotzdem mal. Schauen wir mal kurz. Nur zur Sicherheit. Also du hast anfangs echt noch sehr viel Zeit. Außer der... Warte, ich glaube, der Kollege wird erst so richtig aktiv, wenn ich einen Task abgeschlossen habe. Habe ich so das Gefühl. Dann wird er aktiv. Aber der kam nicht durch den Lüftungsschacht. Das heißt, er kam beim Office vorbei. Und jetzt wird der Kollege wahrscheinlich aktiv. Jetzt wird er wahrscheinlich aktiv. Okay, Drucken geht ein bisschen schneller als Printing. Was effektiv dasselbe ist. Ja. Doppelgemoppelt hält besser. Oh, sowas von. Der war wahrscheinlich nicht da, weil er hat kein akustisches Signal oder so. Der ist bestimmt schon wieder da. 100 Pro! Aber er dachte, das passt schon. Ah, okay, ich kann. Ich kann aber, wenn ich will, sharken. Ich kann, wenn ich will, sharken. Drucken Sie das. Drucken Sie das! Please! Nur zur Sicherheit. Ah ja. Okay, der war tatsächlich, glaube ich, sogar hier. Okay. Dann passt ja. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, wenn ich einfach beides einfach auf Sharken gehe, auch wenn er wahrscheinlich gar nicht da ist. Ist ja Wurst. Das ist Wurst. Gott, dieser Modem-Sound. Oh, das ist so ein 90er. Ich weiß noch nicht, wie schnell Marcus unterwegs ist. Ich möchte es ungern nochmal sharken. Wäre aber vielleicht gar nicht verkehrt, sobald ich Aufgabe 3 habe, vielleicht einfach mal kurz sharken. Nur zur Sicherheit. Ich traue dem nicht. Diesen Marcus. Siehst du, ist er schon wieder weg. Der ist schon wieder weg, der Kollege. Ja, der ist schon wieder gleich da. Aber ich weiß ja nicht, wo er ist. Es ist komisch irgendwie, aber okay. Dann lass es gut sein. Ist nett gemacht. Ich hätte den anderen auch noch gern gesehen, aber okay, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber ja, nett gemacht. Und damit bin ich eigentlich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut.